Hallo meine Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen entspannenden Folge Raft. Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich mit euch mal was anderes machen. Und zwar möchte ich mit euch heute mal die große Unterwasserwelt hier vor so einer großen Insel erkunden. Ich habe ja gesagt, das sind sehr, sehr große Riffe unten drunter und genau die werden wir jetzt mal anfangen zu erkunden. Ich zeige da mal so zwei, drei kleine Hotspots. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier unter Wasser zu gehen und die ganzen Teile abzuluten. Mein Lieben, ich habe hier so ein bisschen das Inventar komplett leer gemacht, habe mal noch zwei, drei Häken gebaut, habe mal auf jeden Fall mal noch Sauerstoffflaschen gebaut, ne, und so weiter und ein paar Flossen, dass wir hier ein bisschen schneller durch die Gegend schwimmen können. Es existieren hier vorne zwei riesengroße Riffe, immer an solchen Inseln dran. Unser Raft steht hier hinten. Ja, ich habe noch ein bisschen was angebaut, dazu komme ich auch später nochmal. Entweder machen wir das noch in einer Extra-Folge, wenn die Folge hier ein bisschen länger heute geht, oder wir schließen es dann gleich im Anschluss an. Was habe ich heute vor mit euch? Und zwar möchte ich euch zeigen, wie tief das hier reingeht und ob sich das lohnt, hier so eine große Insel komplett auszuluten. Ob sich die Zeit wirklich lohnt und so weiter und so fort. Was machen wir hier an der Insel? Können wir hier oder was kann man hier unter Wasser abluten? Mit welchem Equipment geht man hier runter und vor allen Dingen lohnt sich das überhaupt? Ich kann euch schon mal davor sagen, das lohnt sich hier auf jeden Fall. Gerade zum Beispiel, wenn ihr einen Recycler schon habt und so weiter und so fort. Wenn ihr schon mit der Story ganz leicht angefangen habt zu spielen, dann könnt ihr hier auf jeden Fall, jede Menge Sand, jede Menge Ton, jede Menge Erze holen, die ihr, wenn ihr sie nicht gerade braucht, dann könnt ihr die auf jeden Fall alles bei euch in den Recycler reinwerfen. Alles komplett. Und dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, das lohnt sich hier in jedem Fall, zwischendurch immer mal hier anzulanden an so eine große Insel und wirklich mal bastelt euch ein bisschen Ausrüstung zusammen. Ich empfehle das wirklich jedem, weil schaut mal alleine, was es hier gibt. Hier gibt es solche Hotspots, da kann man mal kurz anhalten und kann wirklich hier sehr, sehr viel Zeug in sehr, sehr kurzer Zeit abluten. Ne, ihr seht es ja, ich habe nur die Maus gedrückt gehalten, also ich klicke nur im Prinzip auf die linke Maustaste und der farmt hier in einer Tour. Ja, formt er hier ab. Wichtig, wie gesagt, ich empfehle es immer, nehmt auf jeden Fall Schrott mit, nehmt auf jeden Fall die ein, zwei Steine mit. Gerade fürs Anfangsequip ist es nicht schlecht, oder wenn man mal testet wollt, zwischendrin mal was improvisieren wollt. Immer wieder unter Wasser tauchen und auf jeden Fall mal gucken, ob hier unten an den Felswänden auch ein paar Erze hängen. Es lohnt sich immer mal wieder runter zu gucken. Und wie gesagt, Sand und Ton, wer braucht das schon? Das ist spätestens dann attraktiv, wird es wieder attraktiv, wenn ihr genug Schmelzen habt und wenn ihr auf jeden Fall den einen oder anderen Recycler habt und wollt auf jeden Fall diese Müllwürfel rausholen, dann würde ich euch sagen, auf jeden Fall, lootet diese großen Inseln komplett aus, mit allem drum und dran. Es gibt ja auch immer wieder die Chance, dass solche Fische rumschwimmen, solche Bombenfische, und die könnt ihr natürlich auch noch einsetzen, wenn ihr zum Beispiel noch ein paar Tiere bei euch haben wollt oder dieses explosive Pulver oder diese Clipper, was da rauskommt. Schaut mal, hier unten schwimmt da wieder einer rum, sehr tückisch. Ist auf jeden Fall, da ist noch eine Kiste. Das bringt es auf jeden Fall bei euch Richtung solche Müllwürfel. Und nur keine falsche Hektik. Schön in Ruhe, dass der Loot hier, der läuft euch nicht davon. Da lieber geht einmal mehr hoch, holt einmal mehr Luft. Wenn ihr es euch nicht zutraut, das ist absolut kein Problem. Ich wollte euch nur hier in dieser kleinen neuen Folge auf jeden Fall mal mitnehmen und wollte euch mal zeigen, was es hier alles zu looten gibt. Das war eine Kiste, die war nicht ganz so ergiebig. Meistens sind die Kisten, die sind voller Loot, da kann alles drin sein. Also mittlerweile waren wir ja auch in Calrin Town. Das heißt im Prinzip, mittlerweile haben wir ja auch den Metalldetektor freigeschalten. Und mittlerweile sollte es auch mit einer ganz, ganz geringen Chance auf jeden Fall in solchen Kisten auch ein bisschen Titanerz drin sein. Also das habe ich zumindest gelesen. Ich selber habe bis jetzt hier in der Season noch keine Kiste gefunden, wo man ein bisschen Titanerz drin hatte, selbst über Land. Beziehungsweise über der Wasseroberfläche habe ich geguckt und bis jetzt hatte ich noch nichts. Schaut mal, die Flossen sind schon wieder alle, also gleich die nächsten reingepackt und weiter geht's. Ja, und dann, wie gesagt, ne, ich hatte euch ja gesagt, immer schön hier die Augen offen halten, hier die wunderschönen Fischschwärme. So viele Fischschwärme wie nach dem großen Update letzten gab es noch nicht. Die haben sie alle hier rein implementiert. Auch diese Sauerstoffleiste hier vorne, das wollte ich euch auch noch sagen, die sah auch nie so aus, wie sie jetzt aussieht. Früher war das einfach mal so ein kleiner Tropfen mit einer Zahl dran. Und da hat man halt gesehen, 15 Sekunden oder so. Und dann ist man dann ganz, ganz flugs wieder aufgetaucht.
glaube, da war eine Zahl dran. Schaut mal, hier unten gibt es auf jeden Fall noch jede Menge. Es lohnt sich immer wieder, ganz mal nach unten zu gucken und ganz mal nach unten ein bisschen was abzufahren. Schaut mal, in der Zwischenzeit habe ich mal ein bisschen was zu essen mitgenommen, einen kleinen Schluck zu trinken. Ja, dann passt das auch wieder. Und wieder den Haken ausgerüstet und hier im nächsten Step wieder hier hoch. Dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Schaut mal, hier gibt es auch noch Ton, hier gibt es noch Sand, hier gibt es noch Schrott. Ich finde, Schrott ist mit das Wichtigste. Also Schrott kriegt man zwar auch manchmal in diese Fässer bzw. in diese eckigen Kisten raus, aber der ergiebigste, also ich sage mal, ergiebigste Schrott zu farmen ist immer noch vor den, also hier an den großen Inseln, ne? Direkt an den kleinen süßen Riffen oder an den großen. So wie es aussieht, sind das hier gerade mal nur solche kleinen, ist aber auch nicht schlimm. Es gibt dann noch Inseln, da sind die Riffe recht groß. Da gibt es zwar nur eins, aber da kann man dementsprechend sehr, sehr weit rausschwimmen. Und das Problem ist jetzt hier, die Sonne geht nämlich langsam unter. Jetzt sind wir hier vorne an der, ich sag mal, an der Hauptlandezunge angelangt. Und hier gibt es jetzt dementsprechend viel. Ein Vorteil hat die Dunkelheit. Man sieht mehr. Oder zumindest hier unter Wasser, ne, wird einem alles so ein bisschen visuell dargestellt. Da kann man auf jeden Fall, das kann man nicht verfehlen. Und auch die Erze direkt an der Seite, ne, an diese Felsen sieht man ein bisschen besser. Das Problem ist dran, dass man halt alles andere hier nicht so gut sieht. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir tauchen hier noch ein bisschen ab und gucken mal, ob wir hier noch das eine oder andere Tauchgut finden, sage ich jetzt mal. Oder wir gehen schnell zurück. Das werden wir machen. Wir gehen hier schnell zurück, merken uns die kleine Landzunge, wo wir hier angelandet sind, im Prinzip direkt hier vorne dran an dem Baum. Merken wir uns gerade, da laufen wir hier zurück, einfach gegenüber an der Insel. So weit sind wir ja schon mal gekommen. Schaut mal, hier ist der Laden. Der kleine Handelsposten, hier ist wieder das Huhn. Hallo. Und unser Raft steht dann hier irgendwo hier dahinter. Na, hier sind wir schon komplett einmal rumgeschwommen, mit allem drum und dran. Und hier war der Anfang. Hier hinten. Jetzt können wir es sogar so machen bei der, ich sag mal, wenn wir uns jetzt hingehauen haben und früh wieder aufstehen, können wir es jetzt so machen, dass wir sogar vom Raft aus auf der anderen Seite starten. Ja, alles kein Problem. So, jetzt sind wir gleich wieder da. Wir sind schon ganz schön weit rumgekommen, aber wie gesagt, wenn man dann nichts mehr sieht und hat keine passende Ausrüstung da, ich würde es euch immer empfehlen, schwimmt auf jeden Fall zurück. Wir hätten es auch anders machen können. Wir hätten jetzt auf die andere Seite gehen können oder durch die Höhle gehen können, hochspringen können und dann hinten wieder runter. Es ist alles kein Problem. Hier unten ist jetzt hier der kleine Durchgang. Schaut mal. Ja, hier ist der Durchgang. Ah, das sieht man jetzt nicht. Hier, ne? Sieht man jetzt nicht so gut. Und hier vorne ist schon unser Raft. Ja, wie gesagt, ich habe es ein kleines bisschen ausgebaut, weil ich habe wieder Experimente gemacht, mein Lieben. Ich habe wieder alle Planken verbaut und so weiter und so fort. Ich habe mal mit diesen Querstreben gearbeitet, sodass wir uns nach unten keine Säulen mehr basteln müssen, sondern wirklich nur noch so zur Seite. Und der Bruce, der hat wahrscheinlich auch schon geschlafen, so wie es aussieht. Ne? So, schauen wir mal. Also Clippies können wir auf jeden Fall mal einlagern, das ist kein Problem. Genauso wie das Eisen. Das legen wir auch mal ab. Hier Schrott können wir auf jeden Fall auch schon mal ablegen. Zack, alles raus. Die Steine nehmen wir mal mit raus und so weiter und so fort. Jetzt haben wir hier mal noch einen Kopf rumliegen. Und Sand und noch ein bisschen Glas und Ton. Das packen wir dann hier oben hin. Schaut mal, so schnell geht das, ne? So schnell geht das. Und irgendwo hat man da nochmal das Glas abgelegt. Das lag dann hier. Und das hier ist das reine Weg fürs Essen. Ein bisschen zu trinken nehmen wir uns jetzt noch mit. So eine Kleinigkeit. So. Einmal voll machen den Schmutz. Und dann schaut mal, wo wir schon sind. Ich bin jetzt im Prinzip falsch gelaufen. Weil ich bin hier vorne losgelaufen. Schaut mal, hier vorne an dem Baum waren wir schon. Und wir sind im Prinzip gegenüber an die Insel und sind wirklich komplett hinten einmal rum. Ich habe nicht gedacht, dass wir in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit so schnell einmal um die Insel rum sind. Aber mein Lieben, wenn ihr das einmal kennt, wie gesagt, das ist dann immer wieder dasselbe. Das wird dann irgendwann zur Routine und dann habt ihr innerhalb von, wie viele Minuten war das jetzt? Innerhalb von 10 Minuten, wenn ihr das wirklich drauf anlegt, habt ihr hier komplett einmal diese kompletten Riffe abgearbeitet, ne? Ohne dass es der Bruce sieht, ohne dass es der Bruce killt. Das, wie gesagt.
Irgendwann ist das eigentlich nur noch Routine und das kriegt er dann irgendwann wirklich auswendig hin. Und das macht dann auch so einen Spaß, vor allem wenn man genau weiß, aha, das ist die Insel, aha, da gibt es das und das abzuluten, das ist die Insel wieder, da gibt es dann das und das. Schaut mal, wie weit hier das Riff vorgeht. Hier unten wäre dann wieder eine Kiste. Ja, hier unten ist dann wieder eine. Hier ein bisschen weiter hinten seht ihr schon, da ist auch wieder so ein Bombenfisch. Und so weiter und so fort. Schaffen wir mal? Schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Jetzt habe ich hier irgendwas fallen lassen. Das war wahrscheinlich mein Bogen. So, und wenn man es jetzt drauf anlegt, bin ich so in ungefähr... Ich schätze mal... Ah, wir hätten nochmal auftauchen müssen. Ja, gut. So, mein Lieben, entschuldigt bitte. Bin wieder da. Ich habe noch mal kurz Luft geholt und habe in der Zwischenzeit mal draußen die Türe aufgemacht. Wie immer. Okay. So, dann wollte ich gerade sagen, schaffen wir hier noch das Zeug ein bisschen zu looten. Wie gesagt, ich habe noch jetzt so ungefähr an die Uhr geschaut. Das waren jetzt so ungefähr summa summarum mal so 10 Minuten. Achtung, lasst den Fisch nicht zu nah an euch ran. Der explodiert nämlich und hinterlässt so eine dämliche Giftwolke. Ja, hier unten gibt es dann wahrscheinlich, genau, hier unten gibt es dann nur noch so eine Silberalge. Ganz wichtig fürs Kochen und fürs Essen sind die Silberalgen auf jeden Fall alles mitnehmen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Lassen sie noch da. Die Sauerstoffflasche geht bald zur Neige. Das heißt, wir müssen bald wieder... Oh, hier, oh schaut mal hier unten, hier gibt es noch ein richtiges Erzparadies. Das heißt, hoch, Luft holen und ab wieder runter. Das war knapp, ne? Bisschen Kapazität haben wir noch und ein bisschen Ausrüstung haben wir ja auch noch dabei. Deshalb würde ich sagen, wir schwimmen erstmal ganz runter. Holen uns erstmal das Kupfer ab. Da können wir bald wieder Batterien herstellen und Leiterplatten und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und dann nehmen wir auf jeden Fall das Eisen mit. Ich sag mal immer, Eisen ist zum Verstärken unseres Rafts. Wenn jemand auf jeden Fall das Raft noch ein bisschen vergrößern will und so, ohne dass gleich der Bruce wieder was abbeißt, der sollte ja gleich wieder diese Fundamentrüstung erstellen. Beziehungsweise bauen und spätestens dafür brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Metall. Und Schrott. Und Schrott für die Nägel halt, ne? Das ist halt, das ist immer für die halt, für das Grundvoraussetzung. Schaut mal, also Sauerstoffflasche ist zur Neige gegangen und wir setzen unsere letzte ein. Also wenn man wirklich gut ist und weiß wirklich auswendig, wo das Zeug ist, was man sich holen will, dann garantiere ich euch, ist man hier mit, ich sag mal, einer anderthalben Sauerstoffflasche. Auf jeden Fall ist das völlig ausreichend von der Ausrüstung her. Und dann könnt ihr hier einmal durch die Gegend schwimmen und wirklich einmal komplett alles abluden. Ja gut, die Steine müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Das brauchen wir nicht. Gucken wir nochmal hier oben. Meistens ist in diesen flachen Gewässern auch immer noch was drin. Was man so abluten kann. Genau, schaut mal, hier unten ist noch jede Menge. Das ist auf jeden Fall noch ein bisschen Ton. Das dunklere ist immer Ton. Und das hellere große ist immer der Sand. Wie gesagt, Sand erfüllt ja dann mittlerweile auch zwei verschiedene Dinge. Erstens zum Recycler vollmachen, ne? Ja, alles gut. Erstens zum Recycler vollmachen und zweitens für Schmelzen zum Bauen oder für Gläser, ne? Kann man ja dann Sand einschmelzen zu Glas machen. Und das Glas, das kann man ja dann auch zu Smoothie-Gläser machen und so weiter und so fort. Schaut mal, der zweite Haken ist schon weg. Jetzt haben wir ja schon knapp zwei Hegen verbraucht. Und der Insel ist echt viel. Deshalb immer ein paar Hegen nachbauen. Also Hegen ist ganz, ganz wichtig. Macht es am besten so. Also ich empfehle jetzt nur, ihr müsst es ja nicht machen, aber ich empfehle es nur, immer noch einen Haken mit dem Pedo zu haben. Beziehungsweise nehmt lieber einen Haken mehr mit wie zu wenig. Ist tatsächlich so. Später ärgert ihr euch, dass ihr die letzten paar Teile, die ihr hier gerne abluten wollt, dass ihr die eben nicht abluten könnt, weil halt die 5 Aufladungen fehlen oder die 10. Und schaut mal, da drinnen ist schon wieder unser Raft. Das heißt, wir sind hier schon einmal komplett um die Insel. So. Den Fisch hatte ich ja schon gekillt vorhin. Weil der so ein bisschen oben an dieser Felswand rumgeglitscht. Das hat mir so gar nicht gefallen. Vor allem, wenn man gerade hier runter schwimmt und denkt, also das Schlechteste ist, der Fisch schwimmt hinterher. Man hält mal kurz inne hier, wenn man mal was gucken will. Und schon, zack, ist er über einem explodiert. Und nee, das macht so keinen Spaß. Genauso hier wie das Seetang. Wenn er dann die Clippies und so, wenn er das Zeug dann nimmer braucht oder nicht gleich, könnt ihr immer
Nehmt sie mal mit. Immer mitnehmen. Hier unten waren wir ja soweit. Hier unten hat man alles soweit ausgelootet. Geht's dann hier gleich weiter. Und wir gehen nochmal schnell hoch, holen nochmal Luft. Und das hier sind dann die letzten Meter dieses Riffs hier. Dann sind wir einmal komplett um die Insel rum und haben einmal alles abgelootet. Unglaublich, ne? Also wenn man hier wirklich gut ist, ja, das waren jetzt 4 Minuten, dabei habe ich wieder ein bisschen gequasselt, mich ein bisschen verquasselt und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt noch möchtet, nehmt auf jeden Fall noch hier vom letzten Riff. Da würde ich meistens alles mitnehmen. Man kann ja alles nochmal mit gebrauchen. Nehmt auf jeden Fall noch die Steine mit, die noch hier liegen. Auf jeden Fall den Ton. Silberalge, ganz wichtig, ne? Dann hier noch die 2 Schrottteile. Das ist ein richtig kleiner Farmspot. Einfach kurz da bleiben und dann kurz einfach. Das war unser Bruce. Der hat uns schon wieder gesehen. Verständlich. Der wendet gerade, unser Bruce, und kommt gerade wieder auf uns zu. Kein Thema. Ey, wir haben dich doch erwischt. Wir haben dich erwischt, Bruce. Das wird jetzt ganz schön fies, gell? Da macht nichts. 10 Pfeile. Und ein paar gesunde Stiche. Und schon sieht das alles ganz anders aus. Der wendet wie immer. Pfeil, Pfeil. Wechsel zum Speer. Und immer mal noch 2, 3 Hiebe hinten reinsetzen. Und schon war's das. Schaut mal. Schon ist er weg. So, und dann könnt ihr die letzten paar Minuten könnt ihr hier auf jeden Fall schön nutzen. Und könnt ihr zumindest mal das letzte Zeug auch noch leer machen. Schaut auf jeden Fall nochmal vorne an die Felsen vorbei. An die Felswände. Vielleicht habt ihr Glück und findet noch das eine oder andere Erz. Ja, das war klar. Ich habe wieder kein Glück. Wie gesagt, das ist willkürlich hier. Könnt ihr sehr viel Glück haben. Könnt ihr aber auch keins haben. So wie ich gerade. Aber deswegen habe ich hier noch ein bisschen Glück. Schrott. Bisschen Sand noch. Und dann war es das. Okay. Dann hätten wir hier mal alles abgelootet. Ja, gab da wegen, ne? Gab da wegen ein paar Sachen. Es waren hier nicht viele Kisten an der Insel. Ich glaube, insgesamt waren es 4 Stück. Überleg gerade. Bei dem kleinen Laden gibt's immer eins bei dem Händler. Dann war eine ganz oben. Und zwei Stück waren hier unter Wasser, ne? Ja, 4 Kisten. Ja, besser als nichts. Aber wir ja nicht meckern. So, dann hauen wir uns erstmal noch ein bisschen was hinten rein. Sage ich mal, erstmal noch eine Kleinigkeit und dann zeige ich euch mal, was ich gebastelt habe. Das machen wir auf jeden Fall noch. Die Folge ist noch jung. Jetzt tue ich nochmal schnell hier alles einsortieren. Das geht ja mittlerweile, geht es ja hier ratzifatzi. Rahmen oben rein, hier geht es dann den Kopf rein. Essen, Clippies, kommt alles rüber. Sand und Ton kommt hier rein. Ausrüstung könnten wir zum Beispiel gerne ablegen. Zack, zack. Das fliegt dann alles hier rein. Metalle, Scharniere und die Clippies. Schaut mal. Und dann hätten wir schon nur noch ein bisschen was zu essen da. Gerade die Silberalge ist sehr wertvoll. Und auch hier das Haifilet. Aber wisst ihr, was wir dort machen? Das hauen wir gleich hier auf den Grill drauf. Und eins legen wir hier ab. Und dann ist alles gut. So, meine Lieben. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was ich gebaut habe. Unglaublich. Also, als allererstes habe ich sehr, sehr viele Dinge ausprobiert. Und zwar haben wir ja sehr, sehr viele solche Bienengläser erbeutet. Ja, mit diesen Bienengläser, das musste ich mir mal durchlesen, weil ich dann nicht wirklich mehr gewusst habe, wie das funktioniert. Mit diesen Bienengläsern kann man seine eigenen Bienenstöcke züchten. Schaut mal. Bienenstöcke braucht man 15 Bienengläser, 2 Scharniere, 4 Ton, Kunststoff, Blanke. Also erfüllt auch Ton hier wieder eine andere Funktion und zwar für Bienenstöcke. Jetzt kommt der absolute Hammer. Ich habe mich gefragt, warum geht denn das nicht? Das gibt's doch gar nicht, ne? Und so weiter und so fort. Wie sicher wird das Wasser alle? Dann habe ich mich gefragt, warum geht das nicht? Warum tun denn meine Bienen? Warum kriegt man denn kein Honig daraus? Ich sag euch warum. Meine Lieben, man muss hier um diese Bienenstöcke muss man
muss man solche Blumen außenrum stellen. Da muss man, die muss man direkt nur außenrum stellen. Die braucht man gar nicht zu ernten oder so, sondern die muss man nur blühen lassen und dann fliegen die Bienen automatisch zu den Blumen und dann, ihr wisst Bescheid, Bienchen und Blümchen, Bestäubung und so weiter. Und dann sehen die Honig, und dann sehen die Teile irgendwann so hier aus. Also schaut mal, die Bienenstöcke sehen normal so aus. Schaut mal, und dann kriegt man Honigwaben. Die kriegt man hier einfach so raus. Nein, das dauert dann wieder ein Stück. Ich habe keine Ahnung, wie viele Ingame-Minuten. Das dauert vielleicht 5 Minuten oder so. Und dann hat man hier wieder Honigwaben. Mein Lieben, das kann man beliebig erweitern. Deshalb habe ich hier eine kleine Hütte gebaut, mal ganz hinten. Da wollte ich eigentlich wie so eine kleine Hütte oben raufbauen. Da wollte ich so ein 45-Grad-Dach oben hinbauen, damit es ein bisschen heimelischer aussieht. Damit es einfach ein bisschen gemütlicher hier aussieht. Das kann ich erweitern. Nach links und nach rechts, je nachdem, wie viel man noch Bienen im Laufe unserer Raft-Karriere, wie viel man da noch holen. Dann habe ich mir dann Gedanken gemacht, ja, wie kriegt man denn jetzt den Honig so als Biokraftstoff, habe ich ja gelesen. Ne? Also man könnte den Honig in einen Biokraftstoff-Raffinerie, da könnte man reintun, mischt Rohkost und Honig zu Biokraftstoff. Meine Lieben, da habe ich mich nicht spoilern lassen, da habe ich ganz, ganz viel ausprobiert, sehr, sehr viele Planken verbraucht. Ist aber egal, ich habe es rausgefunden, wie es funktioniert. Und zwar habe ich das auch in der letzten Season noch nicht gehabt. Moment, erstmal den Honig wieder suchen. Irgendwo hatte ich den noch mit reingepackt gehabt. Hier. So, und dann brauchen wir, man braucht nicht nur Honig, sondern wir brauchen auch Glas. So, diese beiden Teile braucht man. Dann hat man hier irgendwo einen kleinen Knopf. Wenn wir nochmal schauen, ich glaube, das war bei Ressourcen. Schaut mal. Hier kann man jetzt Honig herstellen und zwar mit Honigwaben und mit einem Stück Glas mit 6 Waben, also im Prinzip mit unseren 2 Bienenstöcken dort oben, kriegt man genau diese 6 Waben raus, dann nimmt man ein Glas und dann macht man zack und schon hat man hier 2 Honig, ne? 2 Einheiten Honig, die kann man jetzt essen, die kann man tatsächlich essen, schaut bitte. Schmeckt lecker und kann zur Herstellung von Biokraftstoff verwendet werden. Das heißt das eine oder das andere, man muss sich halt dann entscheiden, ich lege mich mal kurz hin. Dann stehe ich dann mal wieder auf und dann wird es ein bisschen heller, dann zeige ich euch das mal. So, und dann wisst ihr ja, auf meine Felder habe ich hier sehr, sehr viel Kartoffeln angebaut. Auch Rohkost. Das ist tatsächlich so, das ist ja auf jeden Fall Rohkost. Und das habe ich hier so gemacht, dass ich hier sehr, sehr viele Teile anpflanzen kann. Insgesamt, schaut mal, insgesamt kann ich hier 4, 8, 12, 15 Kartoffeln anpflanzen, ne? Und wenn ich 15 Kartoffeln anpflanzen, wenn das mal 2 rechnet, dann kriegen wir hier insgesamt jedes Mal eine Ladung von 30 Kartoffeln raus. Keine Angst, was machen wir mit den 30 Kartoffeln? Von den 30 Kartoffeln werde ich 15 hier komplett wieder einpflanzen. Das können wir dann irgendwann mal wegreißen und können dann nur noch diese fortschrittlichen Teile hier dann basteln. Und mit den anderen 15, den wir jetzt hier unten in unserem Inventar haben, meine Lieben, da füllen wir jetzt unsere Biokraftstoff-Raffinerie. Passt auf. Das geht mit Rüben und mit Kartoffeln. Ich habe es halt mit Kartoffeln probiert. Die rohe Kartoffel muss man hier platzieren. Na, schaut bitte. Also, dann haut man diese Kartoffel hier rein und da gehen ganz, ganz viel rein. Da geht dann in der Mitte hier dieses Zeug nach oben. Das fängt dann ein bisschen an zu stinken. So, und hier muss man den Honig reintun. Schaut mal. So, dann ist der Honig hier drin. Und dann fängt das Zeug an, hier unten reinzugehen. So, das tropft dann einfach rein. Dieses Teil kann man egal wo bei euch auf dem Raft installieren. Das Ding sieht so aus. Hier Biokraftstoffraffinerie. Davon könnt ihr sogar 3 Stück bauen, wenn ihr wollt. Oder 10. Ist im Prinzip egal. Denn da geht es halt nur schneller. Kunststoff, Planke, 4 Seile und dann entweder ein Scharnier oder ein Bolzen, wie ihr wollt, oder was ihr übrig habt. Dann wird hier diese Blende draus. Schaut mal, das füllt sich dann mit der Zeit. Und dann irgendwann ist das so viel, dass man das Ding abfüllen kann. Das möchte ich euch auch noch schnell zeigen. Hier oben habe ich schon eine Kiste gemacht. Oben drüber über dieser Raffinerie. Da habe ich Kartoffeln drin und auch den Honig. Die Kartoffeln, die können wir jetzt hier reinlegen und schaut mal, wie schnell das hier geht. Dass die Kartoffeln hier hochgehen. Und man kann auch den Honig hier reinpacken. So, und dann geht das wieder los, ne? So, und das ist hier unten gleich aufgefüllt, weil ihr seht, das Ding ist gleich voll. Braucht nicht mehr viel. Da bleiben wir auf jeden Fall jetzt noch mal kurz dabei. Und das arbeitet sich, und das tut sich ja ganz langsam runterarbeiten. Ne? Das ist alles kein Problem. Und hier unten, hier wird das halt alles gleich, ich sag mal, da kommt gleich ein Deckel drauf. So, schaut mal. Jetzt ist fertig. Das ist eure, beziehungsweise unsere erste kleine Einheit Biokraftstoff. Bam. So sieht er aus.
Das ist Biokraftstoff. Abgefüllt, kann für die Betankung bestimmter Maschinen verwendet werden. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt nehmt ihr das Ding, schaut mal, was ich hier gebaut habe. Ich habe in der Zwischenzeit hier mit den Treibstoffrohren ein bisschen experimentiert. Da braucht man auch sehr, sehr viel Schrott dazu. Deshalb lohnt es sich noch mehr, den Schrott abzufarmen. Auch von großen Inseln, von kleinen Inseln. Lootet einfach alles ab. Ihr werdet das früher oder später, werdet das auf jeden Fall brauchen. Ich habe diese Rohre hier verbunden mit den Motoren. Ja, mit den Motoren indes habe ich die komplett verbunden. Dann habe ich hier einen Tank hingebaut. Und zwar ist das der sogenannte Biokraftstofftank, speziell entwickelt zur Aufbewahrung von Biokraftstoff. Das heißt, ihr geht jetzt einfach hierher, Biokraftstoff platzieren, schaut bitte an die Anzeige. Bah. Dann hätten wir so ungefähr 30%, hätten wir so ungefähr von dem Biokraftstofftank, hätten wir hier auf jeden Fall voll gemacht. Im Prinzip könnten wir damit jetzt unsere Motoren antreiben. Richtig, man braucht keine Planken mehr. Der Motor oder die Motoren laufen jetzt mit Biokraftstoff. So, jetzt habe ich alle verbunden und schaut mal. Der war ja am Anfang, der war ja ziemlich leer, weil ich ja nur noch die zwei mittischen getestet habe. Die zwei mittischen sind auch wieder halb voll. Und schaut mal bitte, der Motor außen ist auch schon wieder fast halb voll. Das ist im Prinzip jetzt so, jetzt läuft das hier wieder alles rein. Und jetzt läuft das wieder so lange rein, bis wir hier ein bisschen Biokraftstoff wieder rauskriegen. Hab natürlich ein bisschen was vorbereitet, dementsprechend gehen wir hier an die Kiste ran. Schaut mal, ich habe schon ein bisschen was vorproduziert. Ich wollte es euch ja auf jeden Fall nur mal zeigen, dass wir das auf jeden Fall mal zusammen nachvollziehen, was ihr da dafür machen müsst, um eure Motoren jetzt ohne Planken zu bewegen, beziehungsweise ohne Planken zu füttern, sondern dass ihr die Motoren einfach betanken könnt mit Biokraftstoff. Jetzt füllen wir hier mal die drei Einheiten rein. 1, 2, 3. Schaut mal, ist fast voll. Ja, und das Ding geht dann wieder zur Neige, weil die Rohre füllen sich jetzt. Und nicht nur die Rohre füllen sich, sondern auch die Motoren. Und schaut bitte, voll. 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 Und voll. Sehr schön. Das heißt, unsere Motoren sind jetzt bereit. Sind jetzt bereit. Im Prinzip geht es jetzt noch eins zu machen, und zwar habe ich hier ein kleines Fleckchen freigelassen. Ne? Hier, seht ihr das? Das möchte ich jetzt mit euch zusammen machen, weil das habe ich auch noch nie gemacht. Ich möchte mir jetzt mit euch zusammen dieses Ladegerät bauen. Entschuldigt bitte. Was machen wir fürs Ladegerät? Bisschen Kunststoff, bisschen Schrott, 4 Titanbahnen, die wir uns ja schon besorgt hatten, und eine Leiterplatte. Also gehen wir los. Besorgen uns erstmal, ich denke mal, für die Leiterplatte werden wir auf jeden Fall 2 Kupferbahnen und einen Clippy benötigen. Na, Kupferbahnen müssen wir auf jeden Fall mal nachbauen. Das machen wir gleich noch. Oh, hier fehlt schon wieder Holz. Schaut mal. So, das passt. Nehmen wir auch gleich mal raus. 3 Clippy langt. Ja, 3 Clippy langt auf jeden Fall. Das lassen wir auf jeden Fall da. Das Holz fliegt wieder raus. Und wir nehmen auf jeden Fall 1, 2, 3, 4. Passt. Ja gut, komm. Das eine ist egal jetzt. So, das fliegt hier raus. Hier sind die fertigen Produkte drin. Hier sind Clippies und alles drin. Und hier auf der rechten Seite sind die ganzen Rohpulver drin. So. Okay, es wäre auch schon fertig. Dann legen wir hier auch noch Wasser nach. Und dann geht es hier schon los, ne? So. Zack, zack. Ja, und dann, wenn man sich da einmal eingegroovt hat, meine Lieben, dann funktioniert das wie von selber. Also, dann gehen wir hierher. Nehmen hier auf jeden Fall, wenn ich es mal wieder finde, wenn ich gucke, wo ich es richtig hingepackt habe, die 2 Kupferbahnen habe ich jetzt vergessen. Ja, die habe ich natürlich jetzt fälschlicherweise wieder reingebaut. Dann hätten wir eine Leiterplatte, okay? Mit der Leiterplatte kommen wir jetzt weiter. Jetzt bin ich wieder so aufgeregt und so nervös, weil ich habe das auch noch nie gebastelt, dass ich jetzt wieder vor lauter vergessen habe, wohin. Die 4 Titanbahnen nehmen wir raus. Die Leiterplatte haben wir. Jetzt nehmen wir nur noch ein bisschen Schrott. Ja, komm, 5 Stück. Und 15 Kunststoff. Das Lager ist leer. 20 Kunststoff hätten wir noch. Ah, hier haben wir auch noch ein bisschen da. Kein Problem. Also, zack. Und schon, meine Lieben, hätten wir hier das Ladegerät gebaut. Wir haben jetzt das erste Mal ein Ladegerät hergestellt. Sehr, sehr geil. So. Wo kommt das hin? Das Ding sieht ungefähr so aus. Das heißt, das könnten wir jetzt hier so platzieren. Und schaut mal, das Ding ist gleich angeschlossen. Benötigt Biokraftstoff. Hier vorne ist schon wieder abgefüllt. Schaut mal. Da können wir eigentlich Biokraftstoff hier schon wieder rein.
Und schon ist das Ding wieder voll. Und jetzt, meine Lieben, nehmen wir zwei Akkus raus, zwei leere, und werden die hier auf jeden Fall wieder voll machen. Ich habe die Akkus jetzt woanders hingelegt. Ich habe die jetzt extra in ein Fach irgendwo reingelegt gehabt. Hier. Schaut mal. So, zwei Stück. Die setzen wir jetzt hier rein. Ich hoffe mal, dass da... Ich glaube, man sieht sogar diese Lichter. Ne? Und dann aktiviert sich der Motor. Und dann fangen die Batterien an, sich wieder aufzuladen. Das finde ich ja richtig geil. Das finde ich endlos geil. In der Zwischenzeit, wie gesagt, passt auf jeden Fall auf, dass er immer so eine stetige Quelle von Rohkost hat. Passt auf jeden Fall immer auf, dass er dann in der Zwischenzeit immer so eine stetige Quelle oben von den Bienenwaben hat. Wir gehen auf jeden Fall mal raus. Und dann gehen wir mal hoch und dann gucken wir mal, ob oben wieder, schaut mal, sind schon wieder Bienenwaben, sind schon wieder da. Die sind unendlich verfügbar. Also ihr könnt gerade wieder hochgehen. Nehmt euch gerade die Bienenwaben raus, dann gehen wir wieder runter. Ah, das dauert ein Stück, ehe die voll sind. Dann gehen wir gerade wieder runter, nehmt uns auf jeden Fall hier ein bisschen Glas wieder raus. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, man braucht immer sechs Stück, sechs Waben und ein Glas. Zack, dann haben wir wieder zwei Honig hergestellt. Und so ähnlich, wie gesagt, verhält sich natürlich auch hier drüben mit den Kartoffeln. Naja, wenn es irgendwie geht, zieht die ganzen Kartoffeln raus, alles was geht, und macht auf jeden Fall gleich wieder auf Nummer sicher, haut da gleich wieder alles rein. So vergesst er nichts, weil ich vergesse auch mal zwischendurch gerne irgendwas. Das Ding hier ist auch alle. Oh, und das ist auch alle. Jetzt sind wir ganz knapp an der Grenze. Nein, kein Problem, alles gut. Das füllen wir gerade wieder auf. Hier gibt es was zu essen. Ich habe schon wieder alles schön vorbereitet. Und weiter geht's. Zack. Und schon sieht die Sache wieder besser aus. Nehmen wir gerade mal ein paar Mangos mit raus. So. Dann essen wir gerade mal ein paar Mangos mit. So, und dann hätten wir hier eigentlich auch wieder voll. Das läuft dann auch gleich wieder rein. Und nicht vergessen, meine Lieben, nicht nur Pflanzen mit allem drum und dran, sondern vergesst auch nicht, das Zeug zu wässern. Wenn das Wasser gleich durchgelaufen ist, macht gleich eure Flasche voll. Zack. Dann ist die Flasche voll. Dann könnt ihr auf jeden Fall mit den 5 Aufladungen gleich wieder den Entsalzer platzieren. Und schon sieht das alles wieder gut aus. Und das ist eine eigentlich schier unendliche Quelle von Biokraftstoff, die ihr dann einfach wieder auffüllen könnt. Zack, das Ding wieder hoch. Nehmt gerade den Honig raus. Ne? Dann macht ihr gerade hier den Honig wieder rein. Hier die Kartoffeln und so weiter und so fort. Und schon geht das hier. Ne? Und schon tropft es wieder rein. Und ihr habt wieder Biokraftstoff. Und so weiter und so fort. Und schaut mal, die Batterien hier sind schon mittlerweile gelb. Und wenn sie grün sind, sind sie dann voll. Und alles ist schick. Meine Lieben, das war es eigentlich für die Folge. Das habe ich euch mal wieder viel erklärt, viel gezeigt. Ich bin mal gespannt. In der nächsten Folge werde ich ja auf jeden Fall nochmal testen mit ablegen. Das habe ich jetzt einzige. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Und schaut mal, die Batterien sind schon grün. Die Dinger sind fast voll. Habt ihr das gesehen? Und dann werde ich auf jeden Fall rückwärts mal rausfahren. In der Zwischenzeit werde ich mal gucken, dass ich noch ein paar Müllwürfel irgendwie akquirieren kann. Dass wir uns zum Schluss auch noch auf jeden Fall hier, ich sag mal, diese Kontrollpunkte bauen können. Dafür brauchen wir halt 6 Titanbahnen. Das ist richtig sackteuer. Da brauchen wir auf jeden Fall noch 6 solche Würfel und 2 solche Münzen. Ich bin gespannt, ob wir das zusammenbekommen. Schaut mal, der Motor ist fertig. Meine Lieben. Ja, irgendwo hatte ich es drin. Na, wo sind sie denn, die Akkus? Hier oben waren sie. Ja. So, und dann könnt ihr hier nacheinander, könnt ihr hier schön wieder eure Akkus aufladen. Könnt gerade wieder 2 neue hier hinten hinsetzen. Und das verbraucht eigentlich relativ wenig Biokraftstoff, ne? Ihr seht es schon. Okay, meine Lieben, dann bis hierher. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr in der nächsten Folge Raft hier wieder mit dabei seid. Ich werde es ein bisschen übers Meer schildern. Werde auf jeden Fall die Ressourcen ein bisschen auffüllen. Und dann werden wir auf jeden Fall zusammen hier oben mal unseren Zoo ein bisschen erweitern. Ne? Hier oben auf der linken Seite habe ich ja die Bienen gebaut. Ja, ist halt alles ein bisschen improvisiert, macht nichts. Mal zum Ausprobieren, zum Basteln muss man ja auch öfters mal machen auf seinem Raft. Und meine Lieben, hier oben als nächstes würde ich sehr, sehr gerne die hiesige
ja, wie soll ich das sagen, unseren hiesigen Zoo auf jeden Fall ein bisschen erweitern. Wir haben mittlerweile 3 Kategorien von Tieren und denen würde ich auf jeden Fall allen so ein bisschen ein eigenes Gehege geben, ne? Damit wir die Kontrolle nicht verlieren, damit wir auch wissen, wie viele Hühner haben wir gerade da, wie viele Ziegen haben wir da und wie viel Lamas haben wir da. Und dann können wir auf jeden Fall mit den drei verschiedenen Gehegen können wir auf jeden Fall, ich denke mal, die Tieren, denen geht es dann deutlich besser, weil in Huhn mit so einem Lama, ich glaube, das ist keine so gute Konstellation. Aber gut, das alles dann in den nächsten Folgen. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Euer Zanto. Ciao, ciao.